Hey, yo, moin Leute, was geht? Mein Name ist Udo Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es mir um ein Thema, was ihr gar nicht hören wollt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr es gar nicht hören wollt, da... höre ich ein Kind? Ja, auf jeden Fall, geht es um das Thema Ausbildung. Ich weiß, das Video habe ich schon oft gebracht. Bestimmt zweimal auf YouTube und viele wollen das Thema doch gar nicht hören. Ausbildung, nee, jetzt will ich erstmal gar nicht hören. Jetzt sind erst noch mal Sommerferien. Bleib mal weg von der Arbeit. Fakt 1 ist, dass du natürlich irgendwann mal Ausbildung machen musst. Die Schulzeit endet und dann musst du natürlich gucken, was willst du machen. Du kannst natürlich studieren, sagen, okay, ich studiere jetzt, gut. Und, studieren übrigens, nicht gerade billig, dauert lange und man muss natürlich beim Studieren auch Leistung bringen. Ne? Und man ist einige Zeit lang, verdienst du kaum Geld und irgendwann mal, ja, hast du dann vielleicht einen Job und kannst dann arbeiten. So. Ich finde, eine Ausbildung ist unglaublich wichtig. Mir war das auch klar damals, dass ich eine Ausbildung machen muss. Und habe das natürlich auch durchgezogen. Während ich natürlich auch YouTube gemacht habe. Ich war ja auch auf der Berufsschule, habe dann auch YouTube-Kanal erstellt. Und es ist ein geiles Gefühl, die Abschlussprüfung dann zu machen. Was ist jetzt los? Die Hauptprüfung sozusagen zu machen, ne? Ein 3-Gänge-Menü zu kochen für 6 Personen oder was waren es, 8 Personen, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 6 Personen. Und dass dann der Prüfer zu dir hinkommt am Ende, man hat geputzt, man ist total müde, man bearbeitet das Berichtsheft noch, weil es nicht ganz vollständig ist, weil er erst dir dann den Gesellenbrief oder was das Teil war, überreicht und sagt, ja, Herr Kara, Sie haben erfolgreich die Prüfung bestanden. Sie sind nun offiziell Koch und so weiter. Geselle oder wie man das auch immer nennt. Sie haben auf jeden Fall Ihre Ausbildung bestanden. Und ich habe mir immer gedacht, die Ausbildung wäre was viel Leichteres. Dass man sich da einfach durchchillt, einfach nur anwesend ist. Aber nein, es ist auch sehr viel Arbeit. Man muss Tests machen. Natürlich gibt es da Leute, die da mogeln und so weiter. Aber auf Dauer hast du da eigentlich schlechte Karten. Berufsschule war eine chillige Zeit, wo ich da war. Auf jeden Fall, ihr braucht eine Ausbildung, um überhaupt mal einen Job zu bekommen. Ne? Ich kenne viele Leute, die keine Ausbildung haben und sich mit Nebenjobs über Wasser halten. Servicearbeit oder sowas. Service-Jobs, so im Ding aushelfen. Aber alle, die sagen mir, die verdienen viel zu wenig, trotz Trinkgeld, die wären froh, wenn sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und das ist wirklich so. Eine Ausbildung ist eine Einladung in den Beruf. Eine Einladung in den Job. Ein wichtiges Kriterium, finde ich. Und ihr müsst auf jeden Fall entscheiden, was ihr gerne machen möchtet. Ne? Das ist eine wichtige Sache und müsst auch natürlich auch realistisch bleiben bei der Ausbildung. So, und dann müsst ihr halt anfangen, hart zu arbeiten. Das Größte, was wegfällt, ist, je nach Beruf, ihr habt kein Wochenende mehr. Ihr seid mindestens teilweise 8 Stunden arbeiten. Ihr habt keine Sommerferien mehr. Euer Urlaub wird drastisch gekürzt, also ihr habt keine Sommerferien mehr. Ihr könnt natürlich im Sommer Urlaub einreichen, eine Woche oder 2 Wochen, aber das war's dann schon, dann kannst du gleich wieder auf Arbeit antanzen. So, viele Auszubildende sagen, das wäre eine Ungerechtigkeit. Aber das liegt nur daran, dass die Leute, die das als ungerecht empfinden, natürlich direkt von der Schulzeit kommen und natürlich so viel frei gewöhnt sind, ne? Sommerferien, Herbstferien, Pfingstferien, bla bla bla, ne? So läuft das nicht in dieser
Welt da draußen. Die Welt da draußen ist anders. Wenn du Geld verdienen willst, dann musst du natürlich auch Leistung dazu bringen, arbeiten. Das ist ganz klar. Arbeit ist ein Teil deines Lebens. Es wird ein Großteil deines Lebens. Du lernst neue Kollegen kennen, neue Leute kennen. All das wird passieren. Und wenn du die Ausbildung geschafft hast, kannst du natürlich dich irgendwo anders bewerben. Irgendwo, wo du möchtest. Wenn du Glück hast, nehmen die dich. Und ja, so fängt das eigentlich an. Und das machst du, bis du in Rente bist. Und dann, ja, lebst noch ein paar Jahre und dann bist du auch tot. So ungefähr funktioniert das. Ja, also macht auf jeden Fall eine Ausbildung. Wenn ihr schon in der Ausbildung seid, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr bald eine Ausbildung beginnt oder bald ein Praktikum macht. Praktikum ist übrigens das erste Zeichen, dass es bald losgeht mit Arbeit. Und ja, dann fängt das alles an. Und das ist, war für mich auch eine teilweise harte Zeit. Koch, der Beruf Koch ist sowieso ein sehr schwerer Beruf. Heute würde ich ihn euch nicht mehr empfehlen. Tut mir leid. Ich kann ihn euch nicht empfehlen. Da ist auch die IHK schuld, die sich überhaupt nicht um mich gekümmert haben. Ist eine wirkliche Schande sowas. IHK, ihr seid Arschlöcher. Jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe meine Ausbildung geschafft. Aber IHK ist eine wirkliche Bastarde. Anders kann man das natürlich nicht sagen. Ich habe eine Verachtung gegen diese Menschen. Ich würde diesen Leuten auch nicht mal die Hand reichen, wenn ich wüsste, dass jemand bei der IHK arbeitet. Die kümmern sich nicht. Jeden Tag werden Tausende Menschen, Zehntausende Jugendliche in Deutschland misshandelt in Deutschland. Aber die IHK kümmert sich da nicht drum. Die schauen schön weg, aber das Geld nehmen sie. Fickt euch IHK. Auf jeden Fall macht eine Ausbildung. Ne, ihr müsst eine Ausbildung machen oder studiert, wenn ihr schlau genug dazu seid. Aber ja, das ist im Endeffekt eure Entscheidung. Ne? Ihr könnt auch auf der Straße leben, weil natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ach, Mama und Papa füttern mich durch. Mama und Papa werden irgendwann mal sterben. Das klingt hart. Wenn ihr 30, 40, 50 Jahre alt seid, sind eure Eltern wahrscheinlich schon tot oder teilweise auch früher. Und dann steht ihr da ohne Ausbildung. Dann habt ihr kein Geld, ihr habt ein Jobproblem. Im Endeffekt kann es dann dazu führen, dass ihr auf der Straße landet. Muss man hart so sagen. Also, haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Jugendscom auf der PlayStation 4. Und ciao. Macht eine Ausbildung. Ciao.